Herzliches Willkommen, ihr Lieben. Wir sind beim Shortcut für Beziehungen für die KW 27. Das ist die Woche vom 4. bis 10. Juli 2022. Und wir schauen uns an, was in Beziehungen so passiert. Die Sonne befindet sich weiterhin im Krebs. Das ist ja eh schon Fürsorge, liebevolle Energie, entgegenkommen, Sensitivität, aber auch ja sehr schnell empfindsam sein, eingeschnappt sein möglicherweise. Wir haben Sonne und Mond im Sextil am Montag und wir haben den Mond ja in der Jungfrau. Und da geht man pragmatisch vor, das ist ganz gut, das ist ein guter Start in die Woche. Wir haben dann ja auch ab Dienstag den Mars nicht mehr im Widder, sondern im Stier und auch den Merkur im Krebs. Das bedeutet, es wird, ich sage jetzt mal, arbeitstechnisch etwas ruhiger und dann konzentriert man sich möglicherweise auch ein bisschen mehr auf das Privatleben, auch vor allen Dingen mit Merkur im Krebs. Man geht aufeinander ein, man versteht einander besser und ich denke, dass es eben auch aufeinander zugehen ist im kleineren Kreis, jetzt nicht im großen Umfeld. Wir haben aber auch Venus noch im Zwilling. Da sind auch neue Kontakte drin, es ist aber sensitive Unterhaltung finden da statt. Wir haben dann, ich gucke gerade mal, Mars geht in den Stier, Merkur in den Krebs, habe ich schon gesagt. Und man handelt eben auch entsprechend pragmatisch dann. Ja. Man sollte mit Merkur und Jupiter am 9. möglichst nicht irgendwas, ich sage jetzt mal, sagen, dass man das tut, versprechen, was man nicht halten kann. Ja. Sonne und Uranus sind dann im guten Aspekt. Da hat man wirklich gute Ideen, wie man so alltäglich auch umgehen kann. Vielleicht auch eine Planung für die nächste Woche, auch in Beziehungen natürlich. Wir haben ja in dieser Woche eben auch gute wie nicht so gute Einflüsse. Wir haben die Sonne im Quadrat zum Mond am Donnerstag, dann ist der Mond in der Waage und die Sonne im Krebs. Ja, vielleicht möchte man es allen recht machen, aber irgendwie klappt das nicht so gut. Und dann haben wir Samstag auch Merkur Quadrat Jupiter. Ja, es ist nicht immer alles so einfach. Und Sonne, Trigon, Mond. Der Mond im Skorpion passt natürlich wunderbar zur Sonne im Krebs. Und ja, am Sonntag hat man halt die guten Ideen mit Mond im Schützen. Also ich denke mal, man kann Dinge gut besprechen in dieser Woche, auch in den Beziehungen. Man geht besser aufeinander ein, man geht es aber ruhiger an. Also nicht so hektisch oder ich muss jetzt was schaffen oder so, sondern sehr sensitiv. Und ich glaube, das ist auch wichtig, damit man einander gut versteht. Das schauen wir uns jetzt für die einzelnen Sternzeichen an. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind in der KW 27 beim Shortcut für Beziehungen. Das ist die Woche vom 4. bis 10. Juli 2022 und das ist allgemein natürlich. Und ich hoffe, dass dir da ein paar Dinge weiterhelfen, auch in Beziehungen. Ich denke, dass du gut unterwegs bist in dieser Woche. Schauen wir uns mal an, was wir für den Stier allgemein haben. Wie ist die Energie in dieser Woche? Wir haben auch hier die Hohepriesterin, das ist Sensitivität. Intuition, also auch zwischen den Zeilen lesen, ich denke mal auch sich aufeinander einstellen, energetisch gesehen. Also, dass man so die Stimmung des anderen gut überschauen kann und damit zurechtkommt. Was ist das Thema zwischen dir und deinem Gegenüber in dieser Woche? Deine Energie, die Energie deines Gegenübers. Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? Und natürlich haben wir dann wie immer den Zusatztipp, den Hinweis, der hoffentlich auch weiterhilft und dir in Beziehungen, ich sag mal, einen Lösungsansatz bietet. Schauen wir uns erstmal an. Das Thema. Das ist die 3 der Münzen. Zusammenarbeit. Wie können wir gemeinsam etwas erreichen, aufbauen? Ja, das ist sehr schön. Auch Erdenergie. Wir haben bei dir die 7 der Stäbe. 7 der Stäbe ist ja so die Rüstung anhaben, für seine Belange eintreten, kann auch ein bisschen Sturheit beinhalten. Ich weiß, du bist ein Stier und da ist das manchmal normal, aber ich denke mal, mit intuitiven, sich darauf einstellen, kann man vielleicht überlegen, ob sich das wirklich lohnt, stur zu bleiben. Wir haben die 9 der Münzen. Dein Gegenüber ist relativ
unabhängig davon und macht sich da auch vielleicht gar nichts draus, dass du ein bisschen eigenwillig bist. Aber wenn ihr gemeinsam auf einen Nenner kommen wollt, gemeinsam was aufbauen wollt, dann muss man schon ein bisschen kompromissbereit sein. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben die Neun der Kelche, also du bist gefühlsmäßig vollkommen auf dein Gegenüber eingestellt. Ja, du siehst dein Gegenüber als Ideal. Wir schauen mal hier, wir haben den Ritter der Münzen, auch Erdenergie, Pragmatismus. Ich denke mal, dein Gegenüber ist relativ entspannt. Sieht das mit Gelassenheit und Ruhe, keine schlechte Idee und das kommt dir sehr zu Pass, denke ich mal. Wir haben den König der Kelche, gefühlvolles Miteinander, aufeinander zugehen, Fürsorge, das passt ja zur Krebsenergie, in der Sonne genauso wie im Merkur, man kann sich liebevoll unterhalten oder du findest die richtigen Worte für dein Gegenüber und wir haben hier die 10 der Stäbe. Dinge hinter sich bringen, Belastungen auflösen. 10 der Stäbe ist ja, man ist so, ja, man hat es fast geschafft. Ne? Vielleicht ist dein Gegenüber ja gerade auch in irgendwelchen Dingen verhaftet. Also ich sage jetzt mal im Job oder so eingebunden und hat es bald hinter sich. Wir schauen hier, das ist der Wagen, die Erfolgskarte, auch Krebsenergie. Den Wagen in der Spur halten, durch intuitives Verhalten, durch Aufeinanderzugehen, Fürsorge. Und wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, mein lieber Stier, hör dir erstmal an, was dein Gegenüber zu sagen hat. Je nachdem, dann musst du das nicht gleich verwerfen oder dich in deine Ecke zurückziehen. Ich denke, du merkst, ob dein Gegenüber das ernst meint oder ja dich veräppeln will. Aber ich habe den Eindruck, es ist wichtig, kompromissbereit zu sein, dem anderen, der anderen zuzuhören. Und nicht gleich auf stur zu schalten, das wäre ganz gut. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne, angenehme Woche und sag bis bald. Musik